Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Hugo Junkers, die Flugzeuge. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht, auch zur Dokumentation. Eine differenzierte Einführung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel zeigt die Biografie von Hugo Junkers und die Entwicklung der Metallflugzeuge. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Hugo Junkers, die Metallflugzeuge, zunächst zur Biografie. Hugo Junkers, hier im Bild, wurde am 3. Februar 1859 in Reith, das ist heute ein Stadtteil von Mönchengladbach, geboren und starb auch an einem 3. Februar 1935 in Gauting bei München mit 76 Jahren. Hugo Junkers wurde als drittes von 7 Kindern des Baumwollwebereiunternehmers Heinrich Junkers und seiner Ehefrau Luise geboren. Nach dem Abitur 1878 und Berufspraktika studierte er Maschinenbau in Berlin und Aachen mit Abschlussexamen in 1883. Nach ersten beruflichen Erfahrungen studierte er erneut an der TH Charlottenburg. Ab 1888 arbeitete er in Dessau bei der Deutschen Continental-Gasgesellschaft und entwickelte neue Motoren, so 1892 erstmals einen Zweitakt-Gegenkolben-Gasmotor. Das war nach dem damaligen Sprachgebrauch ein Benzinmotor. Zur notwendigen Bestimmung des Heizwertes entwickelte und patentierte er 1892 ein Kalorimeter. Seine Ideen sprudelten. 1894 meldete er seinen ersten Gasbadeofen, der noch ein Boiler war, also ein Kochendwassererhitzer, zum Patent an und entwickelte diesen zum Durchlauferhitzer weiter. 1895 gründete er eine eigene Firma, die Firma Junkers & Co. in Dessau, und stellte Haushaltsgeräte wie Junkers Thermen- und Gasdruckregler her. Weitere Patente für Heizlüfter wurden ab 1901 wirtschaftlich verwertet. Seit 1897 war er Professor für Thermodynamik an der TH Aachen. Wegen des großen Verkaufserfolges der Warmwasser- und Heizgeräte konnte die Firma Junkers 1906 in ein großes neues Werk in Dessau umziehen und die bisher handwerkliche Produktion auf industriellen Maßstab steigern. 1898 heiratete Hugo Junkers die Dessauer Bürgerstochter Therese Benhold 1876 bis 1950. Sie hatten zusammen 12 Kinder. Jetzt kommen die Flugzeuge. Ab 1908 arbeitete Junkers mit Hans Reißner, einem Ingenieur und Physiker, in Aachen zusammen und baute die ersten Prototypen von Flugzeugen. 1910 meldete er den freitragenden Flügel zum Patent an und prüfte diesen in einem der ersten Windkanäle. Hier im Bild eine von vielen Patentanmeldungen ebenfalls für einen freitragenden Hohlkörper in aerodynamischer Form. Zur Erläuterung: Bisher waren die Flügel der Flugzeuge dünn und wurden mit Verspannungen stabilisiert. Meist bestanden sie aus Stoff oder anderen Materialien mit Holz. Seine freitragenden Flügel waren kräftiger, verspannungslos und wurden Standard in der Flugzeugtechnik. Zur gleichen Zeit erfand Junkers fast nebenbei die Wasserwirbelbremse, eine hydraulische Bremse. Hier ist ein solcher Windkanal zu sehen im Museum in Dessau, mit dem Hugo Junkers Flugzeugteile auf ihr Verhalten im Luftstrom prüfte. Von 1917 bis 1919 wurde Junkers Firma mit den Fokker Flugzeugwerken in Schwerin durch die deutsche Regierung zwangsweise fusioniert.
Während des Ersten Weltkrieges wurden die Junkerswerke in Dessau zu einer wichtigen Rüstungsfirma. Es wurden allerdings nur wenige Flugzeuge überhaupt frontreif. 1915 gelang Hugo Junkers die Entwicklung des ersten Ganzmetallflugzeuges J1 hier im Bild. Das war ein verspannungsloser, freitragender, einsitziger Mitteldecker, der sehr innovativ war, aber nicht zum Kampfeinsatz kam. Diese Ganzmetall-Wellblechflugzeuge inspirierten die Flugzeugentwicklung in mehreren Ländern, auch in den USA und in der Sowjetunion. Als Metall für seine Flugzeuge nutzte Hugo Junkers ab der J7, also ab 1917, das von dem deutschen Chemiker Alfred Wilm 1906 entwickelte Duraluminium, Duralumin oder Dural, also hartes Aluminium. Hier im Bild ein solcher Rumpf eines Flugzeuges, der F-13 von 1919. Diese Aluminiumlegierung besitzt durch das spezielle Herstellungsverfahren eine 10-fach höhere Festigkeit gegenüber reinem Aluminium. Die Stahlbleche erwiesen sich als zu schwer für den Flugzeugbau. Nach dem Krieg 1919 wurde das Werk in Dessau in Junkers Flugzeugwerke AG umbenannt. Beschränkungen des Versailler Vertrages wurden überwunden oder durch Lizenzbau im Ausland, so auch in Russland, umgangen. 1926 musste seine Fluggesellschaft Junkers Luftverkehr AG auf Drängen des Reichsverkehrsministeriums mit dem deutschen Aeroleut aus Bremen zur deutschen Lufthansa AG fusionieren, weil beide Reedereien alleine wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten. Die nun gemeinsame Lufthansa dominierte mit dem Hauptdrehkreuz Berlin-Tempelhof den zivilen europäischen Luftverkehr vor dem Zweiten Krieg. Dieses ausgedehnte europäische Streckennetz der Junkers Luftreederei von 1925 entspricht verblüffend dem Streckennetz der Lufthansa vom folgenden Jahr 1926. Dieser historische Stummfilm von 1925 zeigt begeisterte Menschen in Amsterdam bei den Flügen von zwei U-52 von Amsterdam nach Berlin. Eine große Zahl von Flugzeugtypen wurde von Hugo Junkers als Konstrukteur geplant und in seinen Werken gebaut. Bei vielen blieb es bei Planungen, Prototypen und Kleinserien. Einige aber wurden berühmt und in großer Zahl gebaut. Wie hier im Bild die alte Tante Ju. Hugo Junkers Bestrebungen galten der zivilen Luftfahrt, die er durch viele Flugzeugtypen und Motoren sowie Luftreederei prägte. Er konkurrierte mit Claude Dornier, siehe Kapitel 15 dieser Vortragsreihe, um die Atlantikverbindungen und um die Langstreckenflüge. Junkers favorisierte die Landflugzeuge, Dornier die Wasserflugzeuge. Dornier bot eine Zusammenarbeit an, die Junkers jedoch ablehnte, aus Gründen, die mir nicht bekannt sind. Nun zu wichtigen Junkers-Flugzeugen. Eine Vorbemerkung. Die nach Hugo Junkers Tod entstandenen und teilweise sehr weit bekannten militärischen Typen werden hier nicht aufgeführt, weil die ursprünglichen Entwürfe meist nicht von Junkers selbst, sondern von anderen Konstrukteuren der Junkerswerke stammen. Besonders bekannt wurden aber seine folgenden Flugzeugmuster. Die Junkers F-13 oder J-13 hier im Bild war das erste moderne Ganzmetallflugzeug der zivilen Luftfahrt ab 1919 für vier Passagiere in einer geschlossenen Kabine. Hier ein Blick in das Innere der Kabine der Junkers F-13, die von zahlenden Gästen begeistert angenommen wurde. Wir schreiben das Jahr 1919, gerade mal 16 Jahre nach den ersten Flugversuchen der Gebrüder Wright. Sie fliegt auch heute wieder, ein Neubau der F-13 aus der Schweiz. Aus der F-13 wurde die Junkers W-33 entwickelt.
Eine solche Maschine mit dem Namen Bremen schaffte als erste die wegen der Gegenwinde besonders schwierige Ost-West-Überquerung des Atlantik mit den Piloten Hermann Köhl, Freiherr von Hünefeld und dem Iren James Fitzmaurice vom 12. bis 13. April 1928 mit 36 Stunden. Hier im Bild ist wieder die Besatzung einer anderen Junkers W33 abgebildet, die einen weiteren von vielen Rekorden aufstellte, sowie dabei ihr Chef. Die Junkers G38. Hier im Hintergrund, hinter ihren stolzen Konstrukteuren und Ingenieuren. Also die G38 war ein großes, viermotoriges Langstreckenflugzeug 1929 mit zwei Decks für bis zu 34 Passagieren. Sie wurde genannt das Fliegende Haus und war das größte deutsche Landflugzeug. Es wurden zwar nur zwei Exemplare gebaut, in Lizenz aber sechs weitere, aber mit der G38 wurden zahlreiche spektakuläre, weltweite Flüge absolviert. Diese waren eine einmalige Werbung für die zivile Luftfahrt und für das Ansehen Deutschlands nach dem Krieg. Die Junkers Ju-52. Die alte Tante Ju war ein Ganzmetallflugzeug mit der charakteristischen Wellblechbeplankung. Die Ju-52-3M ging ab 1932 aus der einmotorigen Version von 1930 hervor. Sie war wartungsarm und extrem zuverlässig und wurde mit fast 5000 Exemplaren eines der meistgebauten Flugzeuge der Luftfahrt. Hier ein Blick in das durchaus komfortable Innere einer Ju-52 heute. Leider hat dieser Amateurfilm einige Mängel, aber er zeigt doch ganz schön die Landung und den Start einer Ju-52 bei einer Flugschau in Baden-Württemberg. 12-Zylinder V-Motor, knappe 30 Liter Hubraum und rund 1700 PS stark. So. Bist du aufs Klo? Ja, und soeben butterweich aufgesetzt, getrieben von der Schweizer UAir in Zürich-Dübendorf. Die Ju-52 kann 15 bis knapp 20 Passagiere komfortabel transportieren oder 2 Tonnen Nutzlast befördern und auf holprigen Böden in kurzen Strecken starten oder landen. STOL-Flugzeug, hier im Video gut zu sehen. Im Kriege diente sie, weil sie als Bomber zu langsam war, als das Standard-Transportflugzeug der Luftwaffe. In Dessau arbeitete Junkers seit 1926 auch eng mit den innovativen Designern des Bauhauses zusammen und förderte dieses. Siehe Kapitel 21 dieser Reihe Walter Gropius. Wirtschaftliche Probleme 1932 im Gefolge der Weltwirtschaftskrise konnten noch einmal knapp abgewendet werden. Hugo Junkers war Pazifist und Demokrat und ein Gegner des NS-Regimes,
Bereits kurz nach der Machtübernahme 1933 wurde er durch den neuen Reichskommissar für Luftfahrt, Hermann Göring, den er 10 Jahre zuvor als Testpilot abgelehnt hatte, was für eine Wendung der Geschichte, aus dem Unternehmen gedrängt und nicht entschädigt. Seine Patente wurden enteignet. Hier ein Luftbild der Werke von Dessau. Hier eine Personengruppe im Verkehrsmuseum in Dresden mit Ikonen der deutschen Luftfahrt, Hugo Junkers rechts vorne. Der Gründer der Firma, Hugo Junkers, bekam also Werksverbot und Stadtverbot für Dessau und musste sich in sein Ferienhaus in Gauting bei München zurückziehen. Er stand dort unter Beobachtung. Bis zu seinem Tod am 76. Geburtstag 1935 arbeitete er dort am Metallbau von Hallen, Hangars und Häusern. Er projektierte sogar ganze Hausteile aus Metall. 1935 verkaufte seine Witwe die restlichen Werksanteile an das Deutsche Reich. Die im Kriege gefertigten Flugzeuge der Junkerswerke hatten mit Professor Junkers und seinen Nachkommen außer dem Namen nichts mehr gemein. Es ist nicht zu Ende. Es gibt einen Neustart. 2015 wurden die Junkers Flugzeugwerke AG mit Genehmigung der Erben und dem alten Icarus-Logo hier im Bild in der Schweiz neu gegründet. Sie halten seitdem alte Junkers Flugzeuge flugfähig und bauen neue Flieger in historischen kleinen Serien originalgetreu nach. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus genialer Ingenieurtechnik und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Hugo Junkers, visionär und kreativ waren. Dr. Hans-Jürgen Alexi.